ein bisschen unangenehm ist, es ist mir gerade mitgeteilt worden, dass es eine Flut von Telefonanrufen gibt, wegen Ihres Hutes, aha, Herr Beuys. Weil es so schön ist, oder? Nein, weil Sie ihn aufhaben. Aufsetzen, absetzen. Und warum ich ihn aufhaben? Ja, es ist, haben also einfach sehr viele Zuseherinnen und Zuseher, um es ganz formell zu sagen, um Auskunft gebeten, warum Sie den Hut auf den Kopf behalten. Verzeihung, ich gebe das nur weiter. Ja, das ist sehr interessant, aber ich will nur ganz kurz eine Antwort geben, dass das ist ja ein Versuch, das heißt, den Menschen selbst sozusagen als Begriff der Kunst in die ganze Arbeitswelt hinüberzuführen. Das heißt, ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird. Nun, wenn ich das sage, behaupte ich nicht, dass ich ein besonders gutes Kunstwerk bin. Ich deute nur eine Entwicklungsrichtung an, dass das Kunstwerk durch den Menschen selbst realisiert werden kann in unserer Zeit. Und dass an dieser Realisation, die Welt zu einem Kunstwerk zu machen, potenziell jeder Mensch teilhaben kann. Ja, das ist ja eigentlich, wie soll man sagen, das Theater mit dem Hut. Und wenn ich sage, das Theater mit dem Hut, betrachte ich es wirklich als die Tragödie oder Komödie oder die Tragikomödie, noch besser, der Kunst in unserer Zeit. Und diese Tragikomödie, die ja noch viel tiefer geht als die Tragödie oder die Komödie allein, die Kopplung von Tragikomödie ist doch die Tatsache unserer gegenwärtigen Welt. Und da ich zur Aktionskunst gehöre, führe ich das vor.